Eine Nacht am Lagerfeuer. Jeder, der schon einmal in einem stillen Moment den Nachthimmel betrachtet hat, stellt sich wohl dieselben Fragen. Was ist da draußen im Universum? Ist es wirklich unendlich? Wie ist es wohl entstanden? Und so könnten wir uns unendlich weiterfragen. Aber wie wäre es, wenn man die Wunder des Universums einmal mit eigenen Augen sehen könnte? Aus nächster Nähe. Bei einem Flug, wo man die unvorstellbare Hitze glühender Sonnen förmlich spüren kann. Und Zeuge gewaltiger kosmischer Kollisionen wird. Vorbei an sterbenden Sternen und alles verschlingenden schwarzen Löchern. An Ereignissen, die sich mit unserem menschlichen Verstand kaum fassen lassen. Wie die Geburt neuer Sterne. Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Zurück zu jenem Moment, in dem das Universum entstand und alles begann. Mit dem Urknall. Das Abenteuer kann beginnen. Willkommen zu einer fantastischen Reise bis an die Grenzen des Universums. Hier beginnt der Weltraum. 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Auf der Erde wäre das nur knapp eine Autostunde entfernt. Hier unten geht das Leben seinen gewohnten Gang. Auf den Straßen herrscht dichter Verkehr, die Aktienmärkte sind in heller Aufregung und im Fernsehen laufen die ewig gleichen Talkshows. Aber wir lassen das alles gleich weit hinter uns und begeben uns auf eine Reise, die uns bis an die Grenzen des Universums führt. Erste Station ist: 27 amerikanische Astronauten sind seit 1969 zum Mond geflogen, aber nur 12 haben ihn je betreten. Die Funksprüche der Apollo-Astronauten brauchten damals über eine Sekunde bis zur Erde, obwohl die Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren. Das sind über 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Bodenkontrolle hörte alle Ereignisse zeitverzögert, also erst nachdem sie passiert waren. Zwischen Erde und Mond liegt demzufolge eine Sekunde Zeitunterschied. Aber bei einer Reise an die Grenzen des Universums müssen wir Milliarden Lichtjahre zurücklegen. So sieht es knapp 400.000 Kilometer oder 3 Tagesreisen in einem Raumschiff von der Erde entfernt aus. Ein verlassenes Schlachtfeld, das von Millionen Meteoriten und Asteroiden bombardiert wurde. Das ist lange her. Die letzte große Kollision fand vor Millionen Jahren statt. Die Mondlandefähre von Apollo 11. Für die Astronauten war die Mondlandung ein riskantes Unternehmen. Doch ihr Mut zum Abenteuer wurde belohnt. Sie sahen unseren Heimatplaneten wie noch nie ein Mensch zuvor. Und sie betraten als erste Menschen einen anderen Himmelskörper.
Eine fremde Welt, die der tödlichen Strahlung der Sonne ungehindert ausgesetzt ist. Geformt aus erstarrter Lava mit endlos scheinenden Ebenen aus langweiligem grauem Mondgestein. Die Apollo-Astronauten brachten hunderte Gesteinsproben mit zur Erde, um sie analysieren zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass die Mondsteine alles andere als langweilig waren. Geologen der NASA entdeckten, dass diese Steine Beweisstücke einer gewaltigen Kollision sind. Vor rund 4,5 Milliarden Jahren schlug ein Planet so groß wie der Mars auf der Erde ein. Dabei wurden Milliarden Tonnen von flüssigem Gestein in den Weltraum geschleudert, aus dem schließlich der Mond entstand. Bis zu dieser Entdeckung glaubte man, dass der Mond von der Gravitation der Erde eingefangen worden wäre. Aufgrund der Untersuchungen weiß man, dass er aus demselben Gestein wie unser Heimatplanet ist. Der Mond ist also aus der Erde entstanden. Die Fußspuren von Neil Armstrong. Sie wirken so frisch, als wäre er erst gestern hier entlang spaziert. Aber weil es auf dem Mond keinen Wind gibt, der sie verwehen könnte, sind sie wahrscheinlich in Millionen Jahren immer noch hier. Der Flug zum Mond war allerdings nur ein kleiner Schritt im Vergleich zu dem Riesensprung, der uns jetzt bevorsteht. Eine Reise in die Weiten des Weltraums, die noch nie ein Mensch zuvor unternommen hat. Aus der Dunkelheit taucht der Planet Venus auf, benannt nach der Göttin der Liebe. Sie ist unser Morgenstern und auch unser Abendstern. Die Venus ist der hellste Planet unseres Sonnensystems. Ihre spektakulären gelben Wolken reflektieren das Sonnenlicht. Die Venus ist der Erde ziemlich ähnlich, zumindest was die Größe und die Schwerkraft betrifft. Seit die Sonde Venus Express der ESA unseren Schwesterplaneten erforschte, wissen wir, dass die Wolken in den oberen Schichten jedoch aus Schwefelsäure bestehen und die Atmosphäre vorwiegend aus CO2. Die Venus ist ein unwirtlicher Planet mit giftiger Luft und Druckverhältnissen wie in knapp 900 Meter Meerestiefe. Auf der Oberfläche herrschen Temperaturen von rund 500 Grad Celsius. Hier wird man gleichzeitig verätzt, erstickt, zerquetscht und verbrannt. Unter diesen Bedingungen kann nichts existieren. Nicht einmal eine russische Venera-Sonde. Selbst die schwer gepanzerte Landekapsel hielt dem extremen Atmosphärendruck nicht stand. Im Vergleich zur Erde ist die Venus ein höllischer Nachbar. Tausende Vulkane an der Oberfläche heizen sie auf. Das CO2 in ihrer Atmosphäre verstärkt den Treibhauseffekt. Dagegen ist die globale Erwärmung auf der Erde fast eine laue Angelegenheit. Forscher vermuten, dass auf der Venus vor dem gigantischen Treibhauseffekt ähnliche klimatische Bedingungen wie auf der Erde herrschten. Wenn diese Theorie zutrifft, könnte die Zukunft unseres Planeten so aussehen. Keine sonnigen Aussichten also. Doch bevor wir die Sonne erreichen, liegt noch ein weiterer Planet auf unserer Route. Merkur. Seit der Degradierung von Pluto der kleinste Planet unseres Sonnensystems. Hier kann man erkennen, was passiert, wenn man der Sonne zu nahe kommt.
Auf dem Merkur schwanken die Temperaturen extrem. Von minus 170 Grad Celsius in der Nacht schnellen sie auf 400 Grad plus am Tag. Verbrannt, zugefroren und von Narben bedeckt. Es scheint, als hätte der Merkur eine wilde Vergangenheit hinter sich. Die Messenger-Raumsonde. Sie hat ein Geheimnis des Merkur entdeckt. Trotz seiner geringen Größe hat der Planet ein extrem starkes Gravitationsfeld. Er muss also mehr Masse haben, als es scheint. Sein Inneres besteht aus einem Eisenball, der nur von einer dünnen Gesteinsschicht bedeckt ist. Dieser könnte einst der Kern eines größeren Planeten gewesen sein. Bleibt nur die Frage, wo ist der Rest geblieben? Man vermutet, dass einst ein gewaltiger Asteroid auf Merkur einschlug und seine Kruste wegriss. Übrig blieb nur der dichte, metallreiche Kern. Die Sonne ist eine strahlende Schönheit. Unser gesamtes Leben wird von ihr bestimmt. In der Vergangenheit und quer durch alle Kulturen ist sie das Sinnbild des Lebens. Sie lässt unsere Felder gedeihen, strukturiert unseren Tag und inspirierte den Menschen in seinem Glauben. 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt würde es 20 Jahre dauern, um sie mit einem Flugzeug zu erreichen. Wenn man sie abschalten könnte, würden wir es erst 8 Minuten später wahrnehmen. So lange braucht ihr Licht bis zur Erde. Ihr Volumen ist gigantisch. So groß, dass die Erde über 1 Million Mal hineinpassen würde. Ihre Masse ist so dicht, dass ihre Schwerkraft unser gesamtes Sonnensystem kontrolliert. Die Sonne ist uns vertraut. Schließlich sehen wir sie jeden Tag. Aber aus der Nähe ist sie kaum wiederzuerkennen. Ein glühender Ozean aus Gas. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 5700 Grad Celsius. In ihrem Kern herrschen Temperaturen von 15 Millionen Grad. Hitze und Druck im Inneren sind so hoch, dass eine Kernschmelze stattfindet. Bei dieser Fusion werden pro Sekunde rund 700 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium verwandelt. Dabei entsteht mehr Energie, als die gesamte Menschheit je produziert hat. Auf der Erde nehmen wir diese Energie als Licht und Wärme wahr. Doch aus der Nähe wirkt die Sonne alles andere als gemütlich. Sie ist von einem starken Magnetfeld umgeben, das manchmal in bogenförmigen Materieströmen austritt, in sogenannten Protuberanzen. Die dabei frei werdende Energie ist 10 Millionen Mal größer als bei einem Vulkanausbruch. Die Erde würde mühelos durch einen dieser Bögen passen und es wäre immer noch 10.000 Kilometer Raum dazwischen. An den Stellen, wo sie die Photosphäre durchbrechen, entstehen kühlere Regionen und damit Sonnenflecken. Im Bereich des Kernschattens sind die Sonnenflecken rund 2000 Grad kühler als die Umgebung und deshalb auch dunkler. Trotzdem sind sie damit immer noch heißer als das Erdinnere. Und sie sind auch von gigantischem Ausmaß, mit Durchmessern von bis zu 100.000 Kilometern mehr als doppelt so groß wie die Erde. Eine Sonneneruption. Bei einem solchen Flair werden glühend heiße Gasmassen in den Weltraum geschleudert und tödliche Strahlung freigesetzt. Aber eines Tages wird auch die Energie der Sonne aufgebraucht sein. Dann wird sie erlöschen. Und mit ihr alles Leben auf der Erde. Die Sonne spendet Leben. Und sie ist tödlich, wenn man ihr zu nahe kommt. Dieser Komet ist ihr zu nahe gekommen. Jetzt verdampft er sozusagen in der Hitze der Sonne.
was einen Millionen Kilometer langen Kometenschweif erzeugt. Sein Innerstes ist gewissermaßen tiefgefroren, was keinen Zweifel daran lässt, wo er herkommt. Aus der eisigen Kälte des Weltraums. Geysire aus Gas und Staub entstehen, wenn die Sonne seinen gefrorenen Kern erhitzt. Dieser ist eigentlich nicht viel mehr als eine Art riesiger, schmutziger Schneeball. Eine lose Zusammenballung aus Eis, Staub und Kohlenstoffverbindungen. Unterwegs seit der Entstehung des Sonnensystems. Vielleicht war es sogar ein Komet, der bei einem Zusammenstoß mit der noch jungen Erde vor Millionen Jahren organisches Material und Wasser auf den Planeten brachte. Die Rohstoffe für die Entstehung von Leben. Ein Komet könnte also dafür verantwortlich sein, dass wir existieren. Aber was würde passieren, wenn er heute auf der Erde einschlagen würde? Vor rund 65 Millionen Jahren hat der Einschlag eines Asteroiden dazu geführt, dass die Dinosaurier ausstarben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es auch uns passiert. Sollten wir keinen Weg finden, um uns zu schützen. Nur so bleibt uns ein ähnliches Schicksal wie das der Dinosaurier erspart. Im Moment ist die Erde sicher. Aber im Fall einer kosmischen Bedrohung bräuchten wir ein neues Zuhause, einen neuen Heimatplaneten. Und unter den Abermillionen oder Milliarden Planeten sollte es doch vielleicht einen geben, der nicht zu heiß oder kalt ist und auf dem es Luft, Licht und Wasser gibt. Der rote Planet. Unverkennbar der Mars. Jahrhundertelang hielt der Mensch auf dem Mars nach Gesellschaft Ausschau, nach Spuren von Leben. Marsmenschen wurden zwar nie entdeckt, aber Astronomen vermuten, dass man am ehesten auf dem roten Planeten extraterrestrisches Leben finden könnte. Der Mars wird ständig observiert und Proben von seiner Oberfläche auf Spuren von Leben untersucht. Und vielleicht hat man sie bereits entdeckt. Der Mars hat die menschliche Fantasie schon immer beflügelt. Die berühmten Marsmenschen gibt es jedoch bisher nur in Comics oder Science-Fiction-Filmen aus Hollywood. Aber was wäre, wenn es da oben wirklich Leben gibt? Es wäre auf jeden Fall nicht der ideale Ort. Der Mars ist ein toter Planet. Vor hunderten Millionen Jahren war der Mars der heutigen Erde ähnlich. Sogar Wasser gab es hier. Heute ist er rot und tot. Der Mars ist ein rostiges Fossil. Zumindest Wind gibt es hier. Wie diesen riesigen Staubteufel, größer als jeder Tornado auf der Erde. Aber wo Wind ist, gibt es auch Luft. Und Luft ist eine der Grundlagen für extraterrestrisches Leben. Aber die Luft hier ist zu dünn zum Atmen. Die Atmosphäre besteht zu 95% aus dem Treibhausgas CO2. Und sie schützt einen auch nicht vor der tödlichen UV-Strahlung der Sonne. Außerdem liegt die Temperatur auf dem Mars bei minus 80 Grad. Das Wasser auf den Polen und selbst in der Luft gefriert. Kaum vorstellbar, dass hier Leben existiert. Aber auch auf der Erde gibt es Lebewesen im ewigen Eis oder in den tiefsten Ozeangräben. Selbst unter extremsten Bedingungen ist Leben möglich.
Aber hier auf dem Mars finden sich nicht einmal geologische Aktivitäten, um den Boden wieder mit Mineralien und Nährstoffen anzureichern, und keine Wärme, um das gefrorene Wasser zu schmelzen. Überall nur Staub, wie in einer endlosen Wüste. Man könnte sich leicht verirren, gäbe es auf der Marsoberfläche nicht einige unübersehbare Landschaftsmerkmale. Das ist Olympus Mons, der größte Vulkan unseres Sonnensystems. Er ist fast dreimal so hoch wie der Mount Everest. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass er aktiv ist. Seit den ersten Aufnahmen der Mariner 9-Sonde 1972 geht man davon aus, dass er erloschen ist. Die Lavaströme, ausgelöst durch Meteoriteneinschläge, sind längst erkaltet. Trotzdem könnte tief im Inneren des Mars noch ein Funken Leben stecken. Unter der Kruste könnte sich noch glühendes Magma befinden. Durch vulkanische Aktivitäten könnte Eis geschmolzen sein und so Bedingungen für die Entstehung von Leben geschaffen haben. Gegen diesen Grabenbruch wirkt der amerikanische Grand Canyon wie ein Riss im Straßenbelag. Er zieht sich über 3000 Kilometer lang über die Marsoberfläche. Es gibt eindeutige Spuren von Erosion und vertrocknete Flussbette. Mineralische Ablagerungen deuten darauf hin, dass einst tatsächlich Wasser durch diesen Canyon floss. Und sollte auch noch heute Wasser auf dem Mars vorhanden sein, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man hier auch Leben entdeckt. Erste Neugierige sind schon unterwegs. Sie durchsuchen die öden Landstriche unermüdlich nach Spuren. Das ist der NASA Rover Opportunity. Eine Art Roboter-Geologe. Er fand Beweise dafür, dass diese Täler einst Salzseen oder Ozeane waren, in denen Leben existiert haben könnte. Und auch das ist hochinteressant. Als die ersten Raumsonden hochauflösende Bilder vom Mars sendeten, entdeckte man Abflussrinnen, wie sie typischerweise von Wasser verursacht werden. Aber dann entdeckte man plötzlich neue. Noch ein Indiz also, dass sich unter der Marsoberfläche Wasser und damit Leben verbirgt. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Vielleicht haben wir es sogar schon gefunden. Denn möglicherweise kam das Leben auf der Erde ursprünglich vom Mars. Das klingt im ersten Moment verrückt. Aber einer Theorie nach könnten hier einfache Lebensformen entstanden sein, die dann auf der Erde landeten. Demnach könnte ein Asteroideneinschlag auf dem Mars Gesteinsfragmente ins All geschleudert haben und damit auch Mikroben, die so den Weg auf die junge Erde fanden. Kein Wunder, dass wir den Mars so faszinierend finden, ist er doch vielleicht unser extraterrestrischer Ursprungsort. Wenn diese Theorie stimmt, sind wir also alle Marsmenschen. Wir halten den Mars für einen toten Planeten. Dabei ist er lebendiger, als wir dachten. Der am besten erforschte Planet unseres Sonnensystems ist immer gut für Überraschungen. Aber in den Weiten des Alls gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Hier könnte man denken, man ist mitten in einem überdimensionalen Computerspiel. Thank you.
Das sind Asteroiden. Einige von ihnen haben einen Durchmesser von hunderten Kilometern. Dieses Exemplar ist etwa 30 Kilometer lang. Aber was ist das? Eine Forschungssonde auf einem Asteroiden zu parken, der mit rund 80.000 Kilometern pro Stunde durchs All rast, ist keine einfache Aufgabe. Das ist ein gewaltiger Aufwand, nur um einen Felsbrocken zu erforschen. Aber diese Steine kollidieren miteinander und zerbersten in Stücke, die als Meteoriten auf der Erde niedergehen. Es waren Steine wie diese, die einst zusammenprallten und irgendwann Planeten formten. So entstand auch die Erde. Aufgrund der Altersdatierung von Meteoriten auf der Erde wissen wir, dass die Planeten vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Diese Asteroiden sind gewissermaßen Zeugen der Geburt unseres Sonnensystems. Aber aus irgendeinem Grund haben sie keine Planeten gebildet. Vielleicht hat sie etwas daran gehindert. Eine gewaltige Kraft. Der Jupiter. Ein wahrer Gigant. Er ist rund 1000-mal so groß wie die Erde und besitzt mehr als doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten unseres Sonnensystems zusammen. Ein Objekt dieser Größe hat auch Einfluss auf seine Nachbarn. Seine Anziehungskraft hat die Asteroiden davon abgehalten, zu Planeten zu verschmelzen. Doch dieser gewaltige Planet besteht fast ausschließlich aus Gas. Wenn man versuchen würde, auf ihm zu landen, würde man versinken und vermutlich nie festen Boden erreichen. Und auch Jupiters Aussehen täuscht. Seine Schönheit ist das Produkt extremer Gewalt. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Stundenkilometern wirbeln um den Planeten und teilen die Wolken in farbige Streifen, Gürtel oder Wirbel. Und sie formen auch sein Markenzeichen, den großen roten Fleck. Dahinter tobt der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems. Er ist zweimal so groß wie die Erde und wütet seit mindestens 300 Jahren. Aufsteigende Wärme kurbelt zusätzlich die Wolkenbildung an und führt zu gigantischen Gewittern. Jeder Blitz hat 10.000-mal mehr elektrische Energie als auf der Erde. Der beste Platz, um Jupiter zu beobachten, ist wahrscheinlich in sicherer Entfernung. Diese Lichtphänomene erinnern stark an das Polarlicht auf der Erde. Aber diese Lichter sind tödlich. Sie werden durch kosmische Strahlung erzeugt, die durch das starke Magnetfeld von Jupiter angezogen wird. Ein verzauberndes Phänomen mit tödlicher Wirkung. In den Weiten des Weltraums ist offenbar nicht so, wie es scheint. Das Universum steckt voller Gegensätze. Rund um den Jupiter ist ebenfalls Vorsicht geboten, um nicht mit einem seiner mindestens 63 Monde zu kollidieren. Dieser farbenprächtige Mond ist Io. Aber wie beim Jupiter ist seine Schönheit rein oberflächlich. Die bunten Farben stammen von geschmolzenem Gestein und Schwefel. Und von Vulkanen, die ihre heiße Asche hunderte Kilometer in die Atmosphäre schleudern. Jupiters enorme Anziehungskraft setzt diesen Mond gewaltigen Reibungskräften aus. So stark, dass sie seinen Kern zum Schmelzen bringen. Bisher haben wir auf dieser Reise keinen Planeten entdeckt, der eine neue Heimat sein könnte. Bis jetzt zumindest.
Aber im Weltraum taucht immer ein neuer Planet am Horizont auf. Und wer sagt, dass man nicht auch auf einem Mond leben könnte? Noch dazu auf einem mit diesem Namen. Europa ist einer der vielen Monde Jupiters. Und er ist gerade mal 650 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ein seltsamer Ort. Und gleichzeitig wirkt sein Aussehen vertraut. Mit all den vielen Brüchen und Rissen im Eis wirkt er ein wenig wie die Arktis. Und vielleicht schwimmt dieses Eis auch wie die Arktis auf Wasser. Auf flüssigem Wasser. Es wäre eine denkbare Möglichkeit. 800 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sollte Europa eigentlich festgefroren sein. Aber die Anziehungskraft des Jupiters könnte auch hier tief im Inneren zu Reibungen führen und ihn erwärmen. Und dadurch könnte sich im Wasser unterhalb des dicken Eispanzers Leben entwickeln. Vielleicht sind die Aliens nur ein paar Meter entfernt. Und es existiert ein ganzes Ökosystem. Mit Mikroben, Schalentieren oder sogar Tintenfischen. Vielleicht trennt uns tatsächlich nur diese Eisschicht von einer fremden Welt. Doch solange nicht eine Sonde im Rahmen einer Forschungsmission hier Probebohrungen vornimmt, wird das ein Geheimnis unseres Sonnensystems bleiben. Diesen Planet erkennt jeder sofort, der ihn einmal gesehen hat. Aber so nah bekommt man ihn normalerweise nicht zu Gesicht. Der Saturn ist ein heimlicher Star unseres Sonnensystems. Er strahlt eine gewisse Leichtigkeit aus. Ein Ball aus Gas. So leicht, dass er auf Wasser treiben würde. Das Spektakulärste an ihm sind diese erstaunlichen Ringe. Sie würden von der Erde bis zum Mond reichen, aber sie sind nur wenige hundert Meter breit. Die Cassini-Sonde. Sie empfängt eigentümliche Funksignale. Diese entstehen, wenn der Sonnenwind in den Polarregionen des Saturns eine Aurora erzeugt, ähnlich dem Nordlicht auf der Erde. Die Ringe sind wahrscheinlich die Überreste eines Mondes, der durch die enorme Anziehungskraft Saturns zerstört wurde. Schönheit, geboren aus der Kraft der Zerstörung. Dieses Ringsystem besteht aus Abermilliarden von Eisbrocken, Gestein und Gasklumpen. Manche so klein wie Eiswürfel, andere so groß wie Häuser. Sie brechen auseinander und verbinden sich neu. Es ist wie ein Miniaturmodell des frühen Sonnensystems, wo aus Staub und Gaswolken Sonnen geboren wurden. Und die Gravitation aus Trümmern und Gesteinsbrocken wie diesen Planeten formte. Jedes größere Objekt, das den Saturn umkreist, ist rein astronomisch betrachtet ein Mond. Vom kleinsten Eisklumpen bis zu einem Mond, der weit größer ist als unser eigener Erdtrabant. Der Titan. Seine Oberfläche wird von dicken orangefarbenen Wolken verhüllt. Aber darunter scheint eine Atmosphäre zu existieren. Es gibt Wind, Regen und sogar Jahreszeiten.
Außerdem Flüsse, Seen und Ozeane. Der Titan ist der Erde viel ähnlicher als jeder andere Himmelskörper bisher auf unserer Reise. Allerdings ist das kein Wasser, sondern Methan in flüssiger Form. Hier gibt es 100-mal mehr natürliche Gasreserven als auf der Erde. Wenn es gelingen würde, es hier zu fördern und zur Erde zu bringen, könnte es den Energieverbrauch unseres Planeten tausende Jahre lang decken. Man könnte seine Energiereserven aber auch nutzen, um hier eine Kolonie zu gründen. Die Forschungssonde Huygens wurde von der Cassini-Sonde abgekoppelt, um das herauszufinden. Bodenproben ergaben, dass auf Titan organisches Material vorhanden ist. Aber bei Temperaturen von minus 180 Grad kann sich daraus kein Leben entwickeln. Außer Titan bekommt ein wärmeres Klima. Prognosen zufolge wird die Sonne im Lauf ihres Lebenszyklus immer heißer. In dieser Phase könnte auch hier Leben entstehen, so wie auf der Erde vor Milliarden Jahren. Wenn die Temperatur auf der Erde kritisch wird, könnten wir theoretisch Titan besiedeln. Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass dieser Mond ein zweites Zuhause wird. Zuhause. Mittlerweile sind wir 1 Milliarde Kilometer davon entfernt. Ab hier verlieren wir den Sichtkontakt mit der Erde. Was sich hier draußen befindet, ist von unserem Heimatplaneten aus mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Wir begeben uns nun an die Grenze unseres Sonnensystems, in einen Bereich, von dem man lange Zeit gar nicht wusste, dass er existierte. Es ist wie eine Tauchfahrt in die unerforschte Tiefsee. Das ist Uranus. Seine Ringe wurden erst 1977 erstmals beobachtet. Doch das Besondere ist seine ungewöhnliche Rotationsachse. Wahrscheinlich ist der Eisriese einst nach einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper aus seiner Achse gekippt. Zu Hause scheint eine Ewigkeit entfernt. Aber in Wahrheit stehen wir gewissermaßen vor der Haustür. Wir sind jetzt 2 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Aber um die Grenze des Sonnensystems zu erreichen, müssen wir noch 10.000 Mal so weit reisen. Aus der Dunkelheit des Alls taucht ein weiterer blauer Planet auf. Neptun, benannt nach dem Gott des Meeres. Auf den ersten Blick wirkt er eher unspektakulär. Aber der große dunkle Fleck ist das Zentrum eines Wirbelsturms von der Größe der Erde. Mit Windgeschwindigkeiten von über 2000 Kilometern pro Stunde. Auf der Erde liefert die Sonne die Energie für den Wind. Aber der Neptun ist zu weit von der Sonne entfernt. Irgendeine andere Kraft muss diese Wirbelstürme antreiben. Aber noch weiß man nicht, welche. In einiger Entfernung des Eisriesen rückt ein Mond mit einer festen Oberfläche ins Blickfeld. Triton. Seine Oberfläche ist aber alles andere als ruhig. Sie ist übersät mit Geysiren und Schloten, die ein Gemisch aus Staub und flüssigem Stickstoff ausstoßen. Außerdem umkreist Triton den Neptun entgegen seiner Rotationsrichtung. Wissenschaftler vermuten deshalb, dass ihn Neptun mit seiner Anziehungskraft eingefangen hat.
Tritons Rotation könnte sich dadurch verlangsamen. Und eines Tages könnte dieser Mond völlig von der Gravitationskraft Neptuns zerstört werden. Die Planeten unseres Sonnensystems liegen nun hinter uns. Aber dahinter beginnt noch lange nicht der leere Raum. Asteroiden zum Beispiel ziehen hier ihre Bahnen und ein eisiger Exoplanet. Pluto. Bis vor kurzem dachte man noch, er wäre der Einzige. Aber das war falsch. Es gibt noch mehr Eiswelten hier draußen. Und zwar so viele, dass man sich nicht einig ist, wie man sie kategorisieren soll. Als Plotinos oder transneptunische Objekte. Offenbar ist unser Modell des Sonnensystems nicht so eindeutig, wie wir glauben. Und es ist voll mit Überbleibseln aus der Zeit seiner Entstehung. Über 13 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt bewegt sich ein Objekt um die Sonne, Sedna. Diese Eiswelt wurde 2003 erstmals beobachtet. Sedna umkreist die Sonne in einer Entfernung von 130 Millionen Kilometer. Ein Umlauf dauert 10.000 Jahre. Und selbst bis hierher ist die Menschheit schon vorgedrungen. Über 16 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist die Raumsonde Voyager 1 unterwegs. Seit 1977 reist sie durch den Weltraum. Ohne Voyager hätten wir keine Aufnahmen von den gigantischen Planeten und ihren seltsamen Monden. Die Sonde ist mit einer Geschwindigkeit von 17 Kilometern pro Sekunde unterwegs und sendet immer noch Daten zur Erde. Diese vergoldete Datenplatte ist eine Art intergalaktische Flaschenpost. Darauf sind Grußbotschaften der Menschheit in 55 Sprachen gespeichert. Außerdem eine Sternenkarte, auf der die Position der Erde verzeichnet ist. Demnach könnte irgendjemand oder irgendetwas unserem Heimatplaneten einen Besuch abstatten, egal ob Freund oder Feind. Vorausgesetzt, er kann die Botschaften entziffern. Eine Wolke aus kosmischen Eisblöcken. Die Objekte der Oortschen Wolke bestehen aus gefrorenem Wasser, Gesteinsfragmenten und Gas. Sie ist der Geburtsort von Kometen. Es waren vermutlich auch Kometen, die vor Milliarden Jahren die Saat des Lebens zur Erde brachten. Und wenn sie von hier stammen, könnte das auch die Erklärung dafür sein, woher das Wasser auf unserem Planeten stammt. Das Wasser der Seen und Ozeane und auch in jedem Lebewesen auf Erden könnte seinen Ursprung in dieser kosmischen Eiswolke haben. Wir sind 1 Billion Kilometer von der Erde entfernt, am Rande unseres Sonnensystems. So weit ist noch keine Raumsonde in das Universum vorgedrungen. Willkommen im interstellaren Raum. Darin existieren Billionen von Sternen wie unsere Sonne. Unzählige werden von Planeten umkreist und diese wiederum von Monden. Eine unendliche Anzahl von Welten in jeder Richtung des dreidimensionalen Raums. Aber egal, wohin die Reise geht, man benötigt zunächst einen gehörigen Schub.
40 Billionen Kilometer von der Erde. Ein Flug mit dem Space Shuttle hierher würde mindestens 150.000 Jahre dauern. Und dabei haben wir erst das nächstgelegene Sonnensystem nach unserem erreicht. Alpha Centauri. Ein roter Zwerg und zwei Sterne. Alpha Centauri gilt als Doppelsternsystem. Dabei werden die beiden Sterne gegenseitig voneinander angezogen und umkreisen sich. Nur ihre hohe Rotationsgeschwindigkeit hält sie voneinander fern. Mehrfachsternsysteme kommen im Universum häufig vor. Die Distanz zur Erde ist jetzt so groß, dass Entfernungsangaben in Kilometer nicht mehr aussagekräftig sind. Jetzt messen wir sie nur noch in Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Rund 9,5 Billionen Kilometer. 40 Millionen Billionen Kilometer entsprechen also etwas mehr als 4 Lichtjahren. Diese Entfernungen übersteigen eigentlich unsere Vorstellungskraft. Trotzdem ist es aufregend, welche seltsamen Welten sich hier verbergen. Zehn Lichtjahre von der Erde entfernt liegt der Stern Epsilon Eridani. Er ist von spektakulären Ringen aus Staub und Eis umgeben. Hier könnten auch Planeten direkt vor unseren Augen entstehen. Asteroiden und Kometen, wohin man blickt. So könnte auch unser eigenes Sonnensystem vor Milliarden Jahren ausgesehen haben. Mit Kometen, die organisches Material und Wasser auf die jungen Planeten bringen und damit den Prozess für die Entstehung des Lebens anstoßen. So wie auf der Erde. Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein Stern, der etwas kleiner und leuchtschwächer ist als unsere Sonne. Mit einem Alter von nicht mal einer Milliarde Jahre ist er vergleichsweise jung. Wenn es in diesem Sonnensystem Leben gibt, dann nur in einem sehr frühen Stadium. Hier draußen muss es auch noch ältere, weiterentwickelte Sonnensysteme geben. Aber diese zu finden, erinnert an die Suche nach der Nadel im kosmischen Heuhaufen. Wir sind jetzt 20 Lichtjahre entfernt von der Erde. Das ist der Stern Gliese 581. Sein Alter entspricht dem unserer Sonne. Und er wird von diesem Planeten umkreist. Noch dazu im idealen Abstand. Ein bisschen näher und Wasser würde verdampfen. Etwas zu weit weg und alles würde zu Eis erstarren. Optimale Bedingungen also für die Entstehung von Leben. Mit Kohlenstoff und Wasser von einem Kometeneinschlag könnte die Evolution bereits stattgefunden haben. Und vielleicht existieren hier unten bereits komplexe Lebensformen wie auf unserem Planeten. Wenn es denn so wäre, könnten solche Wesen selbst auf diese Entfernung TV-Signale von der Erde empfangen. Allerdings mit Sendungen, die vor 20 bis 30 Jahren liefen. Die ideale Kommunikationsform ist das noch nicht. Wir müssen warten, bis zukünftige Generationen einen besseren Weg finden, um sich über große Entfernungen zu verständigen. Ob es hier Leben gibt, ist reine Spekulation. Es könnte genauso gut bereits wieder ausgelöscht worden sein.
Das ist das Problem mit Kometen. Sie bringen Leben, aber sie vernichten es auch. Die Dinosaurier mussten das auf die harte Tour erfahren. Gliese 581 und seine Planeten kommen unserem Sonnensystem schon sehr nahe. Doch bei der Suche spielt der Zufall eine große Rolle. Es könnte hunderte Millionen bewohnbare Sonnensysteme wie dieses geben. Oder überhaupt keines. Dieses ist riesig. Der Planet heißt Bellerophon oder 51 Pegasi b. Und er umkreist seine Sonne so nahe, dass seine Atmosphäre förmlich verbrennt. Ein Exoplanet. Er wurde 1995 als erster Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Von der Erde aus ist er allerdings kaum zu erkennen, weil er von der Helligkeit des benachbarten Sterns überlagert wird. Aber seine Anziehungskraft brachte auch seinen Stern minimal aus der Bahn. Diese winzige Abweichung wurde in Billionen Kilometern Entfernung auf der Erde gemessen und die Existenz des Exoplaneten bewiesen. Bellerophon war jedoch nur der Anfang. Seitdem wurden hunderte weitere Exoplaneten entdeckt. Je weiter die Reise geht, umso tiefer führt sie in die Vergangenheit. 65 Lichtjahre von der Erde entfernt. In dieser Distanz würde man die ersten TV-Signale empfangen. Die Rede Hitlers bei der Olympiade von 1936 in Berlin zum Beispiel. Ein veränderlicher Stern. Algol. In der Astronomie gilt er als Unheilsbringer. Von der Erde aus betrachtet sieht es aus, als würde er heller und dunkler werden. Aber aus nächster Nähe sieht man, dass dieses Phänomen von zwei Sternen verursacht wird. Und wenn einer den anderen verdeckt, ändert sich die Helligkeit. 100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hier sind die ersten Radioübertragungen nur noch als leises Flüstern zu hören. Und dann herrscht plötzlich absolute Stille. Von hier aus scheint es, als würde es die Menschheit gar nicht geben. Weiter sind die Zeugnisse unserer Existenz bisher nicht ins Weltall vorgedrungen. Und je weiter wir reisen, umso fremdartiger und gefährlicher wird unser Universum. Wir befinden uns tief in unserer Galaxis, der Milchstraße mit ihren unzähligen Sternen und Planetensystemen. Und manche haben eine besondere Geschichte. Das Sternbild der Plejaden. In der griechischen Mythologie sind es sieben Schwestern, die in Sterne verwandelt wurden. Dieser Gigant ist Betelgeuse. Ein roter Riese, mehr als 600 Mal so groß wie die Sonne. Aber das hier ist weder ein Stern noch ein Planet. Es ist anders als alles, was wir auf dieser Reise bisher gesehen haben. Eine Dunkelwolke, mehr als 1350 Lichtjahre von der Erde entfernt, mitten im Orionnebel. Ein Schleier aus Staub und Gas,
So dicht, dass das Universum dahinter unsichtbar wird. Tief im Inneren ein Licht. Es zieht Gas und Staub an und heizt sich weiter auf. Dann verschmilzt alles zu einem glühenden Gasball. Ein Stern wie unsere Sonne, nur in Miniaturform. Im Inneren erreicht die Temperatur Millionen Grad. So heiß, dass eine nukleare Kettenreaktion entsteht, eine Kernschmelze wie bei unserer Sonne. Dabei wird Energie freigesetzt, Strahlung und Licht. Es ist die Geburt eines Sterns. Und es werden ihm noch unzählige folgen. Die Dunkelwolke im Sternbild des Orion ist eine gigantische Sternenfabrik. Das Universum ist ein Ort kosmischer Katastrophen. Aber genauso passieren hier Wunder wie die Geburt eines Sterns. Hier entsteht gewissermaßen die Zukunft des Universums. Gasströme breiten sich mit unglaublicher Geschwindigkeit aus. Dabei wird Materie Millionen Kilometer weit ins All geschleudert. Es ist ein Akt der Gewalt. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein kosmischer Nebel aus leuchtenden Gaswolken im All. Ohne Wind wird es noch tausende Jahre dauern, bis er sich auflöst. Dieser Nebel ist so gigantisch, dass es eine 250.000 Jahre brauchen würde, um ihn mit einem Raumschiff zu umrunden. Mindestens genauso bemerkenswert wie seine Dimensionen ist auch seine Form. Ein gigantischer Pferdekopf. Deswegen nennt man diese Dunkelwolke auch den Pferdekopfnebel. Sterne werden geboren und wachsen. Aber was passiert dann? Können Sterne sterben? Und wenn ja, verglühen sie dann langsam oder verabschieden sie sich mit einem Knall? Das Schicksal von Sternen kann man hier sehen, rund 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein planetarischer Nebel umgibt einen Stern, der einst wie unsere Sonne war. Dieser Gas- und Plasmaring ist alles, was von seiner äußeren Hülle übrig geblieben ist. Durch die UV-Strahlung, die bei der Kernfusion im Inneren freigesetzt wird, beginnt das Gas zu leuchten. Grün und Violett stehen für Wasserstoff und Helium, die Grundelemente des Universums. Rot und Blau für Stickstoff und Sauerstoff, die Bausteine des Lebens auf der Erde. Der Tod von Sternen ist aber auch die Grundlage unseres Lebens. Der Sauerstoff in unseren Lungen ebenso wie der Stickstoff in unserer DNS entstand bei dieser Kernfusion, in Sternen, die verglühten, lange bevor die Erde entstand. Wir sind sozusagen aus den Überresten von Sternen gemacht. Da
Das ist der letzte Rest des Sterns. Ein weißer Zwerg. Weiß und unglaublich heiß. Ein Zwerg, aber mit ungeheurer Dichte. Wenn ein Stern stirbt, wird er so komprimiert, dass ein Kubikzentimeter seiner Masse eine Tonne wiegen würde. Dieses Schicksal steht auch unserer Sonne bevor. In etwa 6 Milliarden Jahren wird auch sie zum weißen Zwerg mutieren. Ihr Untergang bedeutet auch das Ende für das Leben auf der Erde. Man fragt sich unwillkürlich, wie viele andere Welten bereits auf diese Art untergingen. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Doch die größte Frage ist nicht die nach dem Ende, sondern wie alles begann. Um sie zu beantworten, müssen wir weiter in die Vergangenheit reisen, bis zu dem Zeitpunkt, als das Universum entstand. Das sind die Überreste eines toten Sterns. Der Krebsnebel im Sternbild des Stiers. Wir befinden uns nun über 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mitten in einer Art interstellarem Friedhof. Ein sich ausdehnender Nebel aus Staub und Gas, der sich über Billionen Kilometer erstreckt. Alles wirkt friedlich hier, aber der Eindruck täuscht. Denn zuvor hat eine gigantische Explosion den Stern in eine Staubwolke verwandelt. Eine Supernova. Und auch das Innere des Nebels ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Im Zentrum befindet sich ein Pulsar. Ein schnell rotierender Neutronenstern. Die Gravitation hat den einst gigantischen Stern auf diese Größe komprimiert. Sein Durchmesser beträgt nur noch 20 Kilometer bei extrem hoher Dichte. Ein Stecknadelkopf seiner Masse könnte Hunderte oder sogar Millionen Tonnen wiegen. Während er schrumpfte, begann er sich immer schneller zu drehen. Wie ein Eiskunstläufer bei der Pirouette. Die Rotation erzeugt gebündelte elektromagnetische Strahlen, die an beiden Polen ins All schießen. Ihre Energie erleuchtet auch die Wolken aus Gas und Staub. Die Strahlung hier ist noch höher als auf der Sonne. Wäre dieser Pulsar so nah wie unsere Sonne, würde seine kosmische Strahlung alles Leben auf der Erde vernichten. Ein Pulsar ist ein tödliches Phänomen in unserem Universum. Doch er ist ziemlich harmlos verglichen mit dem, was uns auf der nächsten Station unserer Reise begegnet. Eine dunkle Macht. So dunkel, dass die dahinterliegenden Sterne unsichtbar werden. Der Überrest eines großen Sterns und ein Sinnbild des Todes im Universum. Ein schwarzes Loch. Ein massereicher Stern schrumpft an seinem Ende nicht zu einem weißen Zwerg oder zu einem Pulsar. Er verdichtet seine Materie immer weiter.
am Ende so weit, dass sie auf wenige Kilometer Durchmesser komprimiert ist. Noch viel dichter als ein Pulsar, mit unheimlichen Konsequenzen. Alles, was einem schwarzen Loch zu nahe kommt, wird verschlungen. Seine Anziehungskraft ist so extrem, dass nicht einmal Lichtstrahlen entkommen können. Dieser Asteroid besteht aus festem Gestein und wird erbarmungslos in den Schlund gezerrt. Im Zentrum eines schwarzen Loches endet auch unsere Vorstellungskraft. Hier existiert keine Zeit, kein Raum und die Regeln der Physik sind außer Kraft gesetzt. Der Asteroid ist verschwunden. Tatsächlich weiß bis heute niemand wohin. Hier stößt auch die Wissenschaft an ihre Grenzen. Man vermutet nur, dass Millionen schwarze Löcher alleine in unserer Galaxie existieren. Möglicherweise gibt es sogar mehr schwarze Löcher als Sterne am Himmel. Aber wenn man sie erkennt, ist es bereits zu spät. Auch für diesen Stern gibt es kein Entkommen. Das wirft natürlich philosophische Fragen auf. Beginnt hinter dem schwarzen Loch tatsächlich das Nichts, in dem alle Informationen verloren gehen? Oder sind schwarze Löcher vielleicht sogar Übergänge in ein Paralleluniversum? Sicher scheint nur eines. Je mehr wir entdecken, umso weniger wissen wir. Und wir merken, dass unsere Galaxis komplexer ist, als wir vielleicht dachten. Dabei sind wir noch immer nur in der Milchstraße. Und der Rest des Universums liegt immer noch vor uns. Eine Reise voller Gefahren, Geheimnisse, aber auch Wunder warten hier draußen. Doch dafür müssen wir die Milchstraße erst einmal verlassen. Im Moment sind wir noch mitten in unserer Heimatgalaxis. Rund 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Langsam nähern wir uns den Grenzen des Universums. Aber dazwischen liegen noch einige Millionen Lichtjahre. Und es gibt weiterhin eine Menge zu sehen. Eine interstellare Wolke aus leuchtendem Gas, aus der gigantische Staubtürme ragen. Man nennt sie den Adlernebel oder die Säulen der Schöpfung. Eine kosmische Erscheinung von gigantischem Ausmaß. Beide Säulen haben leuchtende Ausbuchtungen, so groß wie unser gesamtes Sonnensystem. Sie sind der Geburtsort junger Sterne. Ein weiteres Zeugnis der unglaublichen Vielfalt des Universums. Doch dieses Wunder ist nicht von Dauer. Es wird von der kosmischen Strahlung benachbarter Sternensysteme zerstört. In einigen Millionen Jahren wird der Adlernebel verschwunden sein, was nach kosmischer Zeitrechnung gerade mal einem Augenblick entspricht. Überwältigende Schönheit und totale Zerstörung liegen im Universum immer dicht beieinander. Dieser Stern stößt gigantische Gaswolken aus. Seine Leuchtkraft ist millionenmal heller als die der Sonne. Aber die nukleare Reaktion, die ihn zum Strahlen bringt, wird nicht mehr lange andauern. Dieser Stern ist ein Todeskandidat.
Wenn sein Kern implodiert, bildet sich ein neues schwarzes Loch. Aber was passiert, wenn ein Stern mit noch größerer Masse das Ende seines Lebenszyklus erreicht? Dieser hier steht kurz davor zu kollabieren. Aber bei einem Stern dieser Größenordnung kommt es zu einem kosmischen Inferno 100-mal intensiver als eine Supernova. Es ist der gewaltigste Sternentod, den man sich vorstellen kann. Eine Hypernova. Der Kern des Sterns kollabiert. Ein schwarzes Loch entsteht. Eine gigantische Schockwelle geht durch den Stern und schleudert seine Hülle in den Weltraum. Dabei wird tödliche Gammastrahlung freigesetzt. Für jeden Planeten in der unmittelbaren Umgebung hätte das katastrophale Konsequenzen. Vor 450 Millionen Jahren kam es auf der Erde zu einem Massensterben. Man vermutet, dass auch damals ein Gammastrahlenausbruch eines sterbenden Sterns der Auslöser gewesen sein könnte. Eine explodierende Hypernova, Kometen, verstrahlte Planeten, weiße Zwerge, rote Riesen und mittendrin die Erde. Letztlich sind das alles nur winzige Lichtpunkte in unserer Heimatgalaxis, der Milchstraße. Das zeigt uns, welche Rolle die Erde in unserem Universum spielt. Jede Zivilisation auf unserem Planeten, jedes Lebewesen, das je gelebt hat, der kleinste Käfer genauso wie der höchste Berg, alle sind unsichtbar angesichts der Größenordnung im Universum. Unsere Heimat ist ein winziger Planet in einem unbedeutenden Sonnensystem. Wenn er jetzt vor unseren Augen verschwände, wir würden es nicht einmal bemerken. Und trotzdem ist es uns auf dieser Reise noch nicht gelungen, einen Planeten zu finden, auf dem wir leben wollten. Und vor allem könnten. Aber unter diesen Milliarden Planeten muss es doch welche geben, auf denen Leben möglich ist. Zum Beispiel gibt es genügend Auswahl. Im Kugelsternhaufen M13. Im Jahr 1974 schickte man von der Erde ein Radiowellensignal zu M13. Die Botschaft enthielt unter anderem den Aufbau der menschlichen DNS und die Position der Erde in unserem Sonnensystem. Doch die Antwort könnte noch eine Weile auf sich warten lassen, denn die Nachricht erreicht frühestens in 25.000 Jahren ihr Ziel. Bis jetzt konnte man keinen Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens finden. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass es hier irgendwo Leben gibt. Mit der Drake-Gleichung wurde 1960 erstmals berechnet, wie viele hochentwickelte Zivilisationen in der Milchstraße existieren könnten. Optimisten kommen auf mehrere Millionen. Aber einige hundert Zivilisationen sind sehr wahrscheinlich. Alles, was wir bisher gesehen haben, ereignete sich in unserer Galaxis. Doch die Milchstraße ist nur ein kleiner Teil des Universums.
Um andere Galaxien von noch gewaltigeren Dimensionen zu erleben, müssen wir weiter in die Vergangenheit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo alles begann. Dafür müssen wir unser Sonnensystem und die Milchstraße verlassen. Unsere Reise führt nun in das scheinbar unendliche Nichts zwischen den Galaxien. In den intergalaktischen Raum. Hier ist der Horizont nahezu leer. Selbst die nächsten Galaxien liegen hunderttausende Lichtjahre entfernt. Die Überreste einstiger Galaxien werden von der gigantischen Anziehungskraft der Milchstraße auseinandergezerrt und ins Nichts geschleudert. Es herrscht nahezu ein vollständiges Vakuum. Aber selbst hier ist der Weltraum nicht leer. Es gibt dünne Gasschleier, Spuren von Staub und dunkle Materie. Eine hypothetische Masse, die nicht aus Atomen besteht, die man weder sehen, geschweige denn begreifen kann. Nach dem Standardmodell der Kosmologie bestehen über 95% des Universums aus dunkler Materie bzw. Energie. Wenn man also davon ausgeht, dass sie existiert, dann gibt es keinen leeren Raum. Sondern man ist überall von einer unsichtbaren Materie umgeben. Wir wissen nur von der Existenz dieser geheimnisvollen Materie, weil die Gravitationskraft alleine Galaxien wie die große Magellanische Wolke nicht zusammenhalten könnte. Mit einem Space Shuttle wäre man theoretisch 6 Milliarden Jahre unterwegs, um sie zu erreichen. Rund 160.000 Lichtjahre entfernt. Im Randbereich der Anziehungskraft der Milchstraße. Theoretisch müsste sich die Zwerggalaxie von der Milchstraße entfernen. Aber irgendeine geheimnisvolle Kraft scheint sie zu halten. Etwas Unsichtbares, Mächtiges, wie die dunkle Materie. Sterne, Sternenhaufen oder Sternennebel haben immer Spektakuläres zu bieten. Ein Feuerball zeugt von einer gigantischen Explosion, einer Supernova. Sie strahlt so hell, dass ihr Licht 1987 auch auf der Erde mit bloßem Auge sichtbar war. Bei diesem thermonuklearen Prozess wurde ungeheure Energie freigesetzt. Atome verschmolzen und Elemente wie Gold, Silber und Platin wurden in den Weltraum hinausgeschleudert. Der Goldring am Finger oder die Silberkette um den Hals entstanden gewissermaßen in einer Supernova wie dieser, Lichtjahre von der Erde entfernt. Selbst kosmische Katastrophen, die sich Milliarden Kilometer von uns entfernt ereignen, beeinflussen also unser Leben. Auch wir sind ein Teil des unendlich scheinenden Universums. Die Andromeda-Galaxie, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1 Million Kilometer pro Stunde durch den Weltraum. Alles, was ihren Weg kreuzt, wird von ihr absorbiert. So sah die Andromeda-Galaxie aus, als unsere affenartigen Vorfahren noch durch die afrikanische Savanne wanderten.
So lange ist ihr Licht bis zur Erde unterwegs. Wir reisen noch weiter durch Zeit und Raum, zurück in die Vergangenheit. Hier explodiert eine ganze Galaxie. Es gibt nur eines, was mächtig genug ist, um eine Explosion dieser Größenordnung hervorzurufen. Die Kollision mit einer anderen Galaxie. Aber diese Galaxie wird nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Sie wird eine andere Form erhalten und neue Sterne werden aus dem Staub und Gaswolken entstehen. Hinter diesem Chaos steckt trotzdem Ordnung. Ein Muster, das sich trotz aller Vielfalt immer wiederholt. Der Zyklus von Geburt und Tod, Entstehung und Zerstörung. Dieses Prinzip findet sich im gesamten Universum und gilt für alle diese Galaxien. Es gibt Milliarden von ihnen im Universum und jede hat unzählige Sonnensysteme und Sterne. Wahrscheinlich mehr, als es Sandkörner auf der Erde gibt. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Man muss nur alle Galaxien dazu rechnen, die irgendwann existiert haben oder entstehen werden. Erst dann beginnt man langsam zu begreifen, welch unvorstellbare Dimensionen das Universum hat. Die Spiralgalaxie Messier 101 ist so weit von der Erde entfernt, dass eine Nachricht nach Hause 27 Millionen Jahre unterwegs wäre. Wer weiß, ob es dann überhaupt noch jemanden auf unserem Planeten gäbe, um sie zu empfangen. Die Reise in die Vergangenheit geht weiter. Über die Zeit hinaus, als die Dinosaurier ausstarben und den Moment, als die ersten Lebewesen der Erde an Land kamen. Zwei Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Langsam nähern wir uns der Grenze des Universums und dem Beginn der Zeit. Dieses kosmische Kraftwerk erzeugt mehr Licht als hunderte Galaxien zusammen. Jets aus gebündelter Energie strahlen 100.000 Lichtjahre weit ins Universum. Es zählt zu den größten und hellsten Objekten im All. Und alles, was im Weltraum strahlt, ist auch gefährlich. Es ist ein Quasar, die mächtigste Energiequelle des Universums. Ein glühender Hexenkessel aus superheißem Gas.
heller als Milliarden von Sternen. Die Quelle der unvorstellbaren Energie liegt im Kern des Quasars. Eine dunkle Macht. Ein supermassives schwarzes Loch mit der Dichte von 1 Milliarde Sonnen. Seine Anziehungskraft zerreißt Sterne, saugt ihr Gas in den Quasar und verschlingt sie. Am Ende sind sie aus dem sichtbaren Universum verschwunden. Und niemand weiß, wohin. Wir haben gerade die dunkle Seite des Universums erlebt. Destruktive Kräfte von gigantischem Ausmaß. Aber vor der Zerstörung kommt die Entstehung. Unsere Reise geht weiter. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit nähern wir uns langsam den Grenzen des Universums. Acht Milliarden Lichtjahre entfernt gibt es noch mehr Galaxien. Aber sie sehen anders aus, sind kleiner, zerrissener und dichter beieinander. Wir sind so weit zurück in der Zeit gereist, dass wir die Galaxien so sehen, wie sie vor der Entstehung der Erde aussahen. Es sind junge Galaxien, die sich noch ausdehnen werden. Langsam nähern wir uns unserem Ziel und der Entstehung des Universums. 12 Milliarden Lichtjahre. Jetzt wirken die Galaxien plötzlich wie Plankton in einem unendlichen kosmischen Ozean. Es hat etwas Faszinierendes. Wolken aus Staub und Gas bilden bizarre Formen, verschmelzen zu kosmischen Nebeln, in denen ganze Galaxien geboren werden. So ist auch einst unsere eigene Galaxis entstanden. Aber jetzt lichten sich auch die Nebelschleier. Wir sind nun in einem dunklen kosmischen Zeitalter angelangt, als noch keine Sterne geboren waren. Ein Licht erhellt den Raum. Das Nachglühen jenes Ereignisses, mit dem die Geschichte des Universums begann. Jetzt sind wir beinahe am Ziel unserer Reise. Wir sind angekommen. Vor uns liegt die Grenze des Universums. Über 13,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Es ist der Moment des Urknalls, der Beginn von Raum und Zeit. Alles, was wir bisher gesehen haben, hat hier seinen Ursprung. Die Entstehung des Seins aus dem Nichts spielt in jeder Kultur und Religion eine besondere Rolle. Wir wissen noch immer nicht, was den Urknall ausgelöst haben könnte.
warum er sich überhaupt ereignete. Er ist nicht nur die Grenze des Universums, sondern auch die Grenze unserer Wahrnehmung. Und damit auch das Ende und der Anfang unserer Reise. In einem einzigen Moment werden unvorstellbare Kräfte freigesetzt. Zeit, Raum und Materie entstehen. Das Universum wird geboren. Zuerst ist es kleiner als ein Atom, Sekundenbruchteile später so groß, dass man es sehen kann. Und im nächsten Moment so groß wie die Erde. Das Licht des Urknalls breitet sich auch heute noch weiter aus. Man kann diese kosmische Hintergrundstrahlung jederzeit empfangen. Als typisches Rauschen eines Fernsehers ohne Empfang. Jetzt geht die Zeitreise in die andere Richtung, in die Gegenwart. Alles, was wir auf unserer Reise gesehen haben, sind Folgeerscheinungen des Urknalls. Galaxien, Sterne und Planeten. Und auch unsere eigene Galaxis. Unser Sonnensystem. Bis wir schließlich ein weiteres Überbleibsel des Urknalls erreichen. Unseren Heimatplaneten. Die Erde. Doch die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende, denn die Auswirkungen des Urknalls sind noch nicht vorüber. Unser Universum dehnt sich noch immer aus und verändert sich dadurch. In rund 3 Milliarden Jahren wird der Andromeda-Nebel die Milchstraße verschlingen. Eine neue Galaxie wird dadurch entstehen. Die Sonne und die Planeten werden vielleicht weiter existieren, aber sie werden in eine äußere Umlaufbahn rund um die neue Galaxie gedrängt werden. Die Sonne wird sich zu einem roten Riesen aufblähen und Merkur und Venus verschlingen. Die Oberfläche der Erde und alles Leben darauf werden dann verglühen. Dann stirbt die Sonne und schrumpft zum weißen Zwerg. So wie andere Sonnen auch, die sich in Pulsare oder schwarze Löcher verwandeln. Irgendwann bedeutet dies das Ende unserer Galaxis. Und auch unser Universum wird aus astronomischer Sicht nicht ewig weiter existieren. Doch für die Menschheit könnte es zumindest theoretisch einen Ausweg geben. Unseren zukünftigen Nachfahren gelingt es vielleicht in Sekunden Entfernungen von Millionen Lichtjahren zurückzulegen, durch ein Wurmloch. Wenn irgendwo ein paralleles Universum existiert, könnte es die Rettung für die Menschheit sein. Man müsste allerdings noch einen geeigneten Heimatplaneten finden. So wie unsere gute alte Erde. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine Nacht am Lagerfeuer. Jeder, der schon einmal in einem stillen Moment den Nachthimmel betrachtet hat, stellt sich wohl dieselben Fragen.
Was ist da draußen im Universum? Ist es wirklich unendlich? Wie ist es wohl entstanden? Und so könnten wir uns unendlich weiterfragen. Aber wie wäre es, wenn man die Wunder des Universums einmal mit eigenen Augen sehen könnte? Aus nächster Nähe. Bei einem Flug, wo man die unvorstellbare Hitze glühender Sonnen förmlich spüren kann. Und Zeuge gewaltiger kosmischer Kollisionen wird. Vorbei an sterbenden Sternen und alles verschlingenden schwarzen Löchern. An Ereignissen, die sich mit unserem menschlichen Verstand kaum fassen lassen. Wie die Geburt neuer Sterne. Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Zurück zu jenem Moment, in dem das Universum entstand und alles begann. Mit dem Urknall. Das Abenteuer kann beginnen. Willkommen zu einer fantastischen Reise bis an die Grenzen des Universums. Hier beginnt der Weltraum. 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Auf der Erde wäre das nur knapp eine Autostunde entfernt. Hier unten geht das Leben seinen gewohnten Gang. Auf den Straßen herrscht dichter Verkehr, die Aktienmärkte sind in heller Aufregung und im Fernsehen laufen die ewig gleichen Talkshows. Aber wir lassen das alles gleich weit hinter uns und begeben uns auf eine Reise, die uns bis an die Grenzen des Universums führt. Erste Station ist: 27 amerikanische Astronauten sind seit 1969 zum Mond geflogen, aber nur 12 haben ihn je betreten. Die Funksprüche der Apollo-Astronauten brauchten damals über eine Sekunde bis zur Erde, obwohl die Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren. Das sind über 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Bodenkontrolle hörte alle Ereignisse zeitverzögert, also erst nachdem sie passiert waren. Zwischen Erde und Mond liegt demzufolge eine Sekunde Zeitunterschied. Aber bei einer Reise an die Grenzen des Universums müssen wir Milliarden Lichtjahre zurücklegen. So sieht es knapp 400.000 Kilometer oder 3 Tagesreisen in einem Raumschiff von der Erde entfernt aus. Ein verlassenes Schlachtfeld, das von Millionen Meteoriten und Asteroiden bombardiert wurde. Das ist lange her. Die letzte große Kollision fand vor Millionen Jahren statt. Die Mondlandefähre von Apollo 11. Für die Astronauten war die Mondlandung ein riskantes Unternehmen. Doch ihr Mut zum Abenteuer wurde belohnt. Sie sahen unseren Heimatplaneten wie noch nie ein Mensch zuvor. Und sie betraten als erste Menschen einen anderen Himmelskörper. Eine fremde Welt, die der tödlichen Strahlung der Sonne ungehindert ausgesetzt ist. Geformt aus erstarrter Lava,
mit endlos scheinenden Ebenen aus langweiligem grauem Mondgestein. Oh, that view is tremendous. Go for it. Die Apollo-Astronauten brachten hunderte Gesteinsproben mit zur Erde, um sie analysieren zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass die Mondsteine alles andere als langweilig waren. Geologen der NASA entdeckten, dass diese Steine Beweisstücke einer gewaltigen Kollision sind. Vor rund 4,5 Milliarden Jahren schlug ein Planet so groß wie der Mars auf der Erde ein. Dabei wurden Milliarden Tonnen von flüssigem Gestein in den Weltraum geschleudert, aus dem schließlich der Mond entstand. Bis zu dieser Entdeckung glaubte man, dass der Mond von der Gravitation der Erde eingefangen worden wäre. Aufgrund der Untersuchungen weiß man, dass er aus demselben Gestein wie unser Heimatplanet ist. Der Mond ist also aus der Erde entstanden. Die Fußspuren von Neil Armstrong. Sie wirken so frisch, als wäre er erst gestern hier entlang spaziert. Aber weil es auf dem Mond keinen Wind gibt, der sie verwehen könnte, sind sie wahrscheinlich in Millionen Jahren immer noch hier. Der Flug zum Mond war allerdings nur ein kleiner Schritt im Vergleich zu dem Riesensprung, der uns jetzt bevorsteht. Eine Reise in die Weiten des Weltraums, die noch nie ein Mensch zuvor unternommen hat. Aus der Dunkelheit taucht der Planet Venus auf, benannt nach der Göttin der Liebe. Sie ist unser Morgenstern und auch unser Abendstern. Die Venus ist der hellste Planet unseres Sonnensystems. Ihre spektakulären gelben Wolken reflektieren das Sonnenlicht. Die Venus ist der Erde ziemlich ähnlich, zumindest was die Größe und die Schwerkraft betrifft. Seit die Sonde Venus Express der ESA unseren Schwesterplaneten erforschte, wissen wir, dass die Wolken in den oberen Schichten jedoch aus Schwefelsäure bestehen und die Atmosphäre vorwiegend aus CO2. Die Venus ist ein unwirtlicher Planet mit giftiger Luft und Druckverhältnissen wie in knapp 900 Meter Meerestiefe. Auf der Oberfläche herrschen Temperaturen von rund 500 Grad Celsius. Hier wird man gleichzeitig verätzt, erstickt, zerquetscht und verbrannt. Unter diesen Bedingungen kann nichts existieren. Nicht einmal eine russische Venera-Sonde. Selbst die schwer gepanzerte Landekapsel hielt dem extremen Atmosphärendruck nicht stand. Im Vergleich zur Erde ist die Venus ein höllischer Nachbar. Tausende Vulkane an der Oberfläche heizen sie auf. Das CO2 in ihrer Atmosphäre verstärkt den Treibhauseffekt. Dagegen ist die globale Erwärmung auf der Erde fast eine laue Angelegenheit. Forscher vermuten, dass auf der Venus vor dem gigantischen Treibhauseffekt ähnliche klimatische Bedingungen wie auf der Erde herrschten. Wenn diese Theorie zutrifft, könnte die Zukunft unseres Planeten so aussehen. Keine sonnigen Aussichten also. Doch bevor wir die Sonne erreichen, liegt noch ein weiterer Planet auf unserer Route. Merkur. Seit der Degradierung von Pluto der kleinste Planet unseres Sonnensystems. Hier kann man erkennen, was passiert, wenn man der Sonne zu nahe kommt. Auf dem Merkur schwanken die Temperaturen extrem. Von minus 170 Grad Celsius in der Nacht schnellen sie auf 400 Grad plus am Tag.
verbrannt, zugefroren und von Narben bedeckt. Es scheint, als hätte der Merkur eine wilde Vergangenheit hinter sich. Die Messenger-Raumsonde. Sie hat ein Geheimnis des Merkur entdeckt. Trotz seiner geringen Größe hat der Planet ein extrem starkes Gravitationsfeld. Er muss also mehr Masse haben, als es scheint. Sein Inneres besteht aus einem Eisenball, der nur von einer dünnen Gesteinsschicht bedeckt ist. Dieser könnte einst der Kern eines größeren Planeten gewesen sein. Bleibt nur die Frage, wo ist der Rest geblieben? Man vermutet, dass einst ein gewaltiger Asteroid auf Merkur einschlug und seine Kruste wegriss. Übrig blieb nur der dichte, metallreiche Kern. Die Sonne ist eine strahlende Schönheit. Unser gesamtes Leben wird von ihr bestimmt. In der Vergangenheit und quer durch alle Kulturen ist sie das Sinnbild des Lebens. Sie lässt unsere Felder gedeihen, strukturiert unseren Tag und inspirierte den Menschen in seinem Glauben. 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt würde es 20 Jahre dauern, um sie mit einem Flugzeug zu erreichen. Wenn man sie abschalten könnte, würden wir es erst 8 Minuten später wahrnehmen. So lange braucht ihr Licht bis zur Erde. Ihr Volumen ist gigantisch. So groß, dass die Erde über 1 Million Mal hineinpassen würde. Ihre Masse ist so dicht, dass ihre Schwerkraft unser gesamtes Sonnensystem kontrolliert. Die Sonne ist uns vertraut. Schließlich sehen wir sie jeden Tag. Aber aus der Nähe ist sie kaum wiederzuerkennen. Ein glühender Ozean aus Gas. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 5700 Grad Celsius. In ihrem Kern herrschen Temperaturen von 15 Millionen Grad. Hitze und Druck im Inneren sind so hoch, dass eine Kernschmelze stattfindet. Bei dieser Fusion werden pro Sekunde rund 700 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium verwandelt. Dabei entsteht mehr Energie, als die gesamte Menschheit je produziert hat. Auf der Erde nehmen wir diese Energie als Licht und Wärme wahr. Doch aus der Nähe wirkt die Sonne alles andere als gemütlich. Sie ist von einem starken Magnetfeld umgeben, das manchmal in bogenförmigen Materieströmen austritt, in sogenannten Protuberanzen. Die dabei frei werdende Energie ist 10 Millionen Mal größer als bei einem Vulkanausbruch. Die Erde würde mühelos durch einen dieser Bögen passen und es wäre immer noch 10.000 Kilometer Raum dazwischen. An den Stellen, wo sie die Photosphäre durchbrechen, entstehen kühlere Regionen und damit Sonnenflecken. Im Bereich des Kernschattens sind die Sonnenflecken rund 2000 Grad kühler als die Umgebung und deshalb auch dunkler. Trotzdem sind sie damit immer noch heißer als das Erdinnere. Und sie sind auch von Gigantenlage sind längst erkaltet. Trotzdem könnte tief im Inneren des Mars noch ein Funken Leben stecken. Unter der Kruste könnte sich noch glühendes Magma befinden. Durch vulkanische Aktivitäten könnte Eis geschmolzen sein und so Bedingungen für die Entstehung von Leben geschaffen haben. Gegen diesen Grabenbruch wirkt der amerikanische Grand Canyon wie ein Riss im Straßenbelag. Er zieht sich über 3000 Kilometer lang über die Marsoberfläche. Es gibt eindeutige Spuren von Erosion und vertrocknete Flussbette. Mineralische Ablagerungen deuten darauf hin, dass einst tatsächlich Wasser durch diesen Canyon floss. Und sollte auch noch heute Wasser auf dem Mars vorhanden sein, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man hier auch Leben entdeckt.
Erste Neugierige sind schon unterwegs. Sie durchsuchen die öden Landstriche unermüdlich nach Spuren. Das ist der NASA Rover Opportunity. Eine Art Roboter-Geologe. Er fand Beweise dafür, dass diese Täler einst Salzseen oder Ozeane waren, in denen Leben existiert haben könnte. Und auch das ist hochinteressant. Als die ersten Raumsonden hochauflösende Bilder vom Mars sendeten, entdeckte man Abflussrinnen, wie sie typischerweise von Wasser verursacht werden. Aber dann entdeckte man plötzlich neue. Noch ein Indiz also, dass sich unter der Marsoberfläche Wasser und damit Leben verbirgt. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Vielleicht haben wir es sogar schon gefunden. Denn möglicherweise kam das Leben auf der Erde ursprünglich vom Mars. Das klingt im ersten Moment verrückt. Aber einer Theorie nach könnten hier einfache Lebensformen entstanden sein, die dann auf der Erde landeten. Demnach könnte ein Asteroideneinschlag auf dem Mars Gesteinsfragmente ins All geschleudert haben und damit auch Mikroben, die so den Weg auf die junge Erde fanden. Kein Wunder, dass wir den Mars so faszinierend finden, ist er doch vielleicht unser extraterrestrischer Ursprungsort. Wenn diese Theorie stimmt, sind wir also alle Marsmenschen. Wir halten den Mars für einen toten Planeten. Dabei ist er lebendiger, als wir dachten. Der am besten erforschte Planet unseres Sonnensystems ist immer gut für Überraschungen. Aber in den Weiten des Alls gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Hier könnte man denken, man ist mitten in einem überdimensionalen Computerspiel. Das sind Asteroiden. Einige von ihnen haben einen Durchmesser von hunderten Kilometern. Dieses Exemplar ist etwa 30 Kilometer lang. Aber was ist das? Eine Forschungssonde auf einem Asteroiden zu parken, der mit rund 80.000 Kilometern pro Stunde durchs All rast, ist keine einfache Aufgabe. Das ist ein gewaltiger Aufwand, nur um einen Felsbrocken zu erforschen. Aber diese Steine kollidieren miteinander und zerbersten in Stücke, die als Meteoriten auf der Erde niedergehen. Es waren Steine wie diese, die einst zusammenprallten und irgendwann Planeten formten. So entstand auch die Erde. Aufgrund der Altersdatierung von Meteoriten auf der Erde wissen wir, dass die Planeten vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Diese Asteroiden sind gewissermaßen Zeugen der Geburt unseres Sonnensystems. Aber aus irgendeinem Grund haben sie keine Planeten gebildet. Vielleicht hat sie etwas daran gehindert. Eine gewaltige Kraft. Der Jupiter, ein wahrer Gigant. Er ist rund 1000-mal so groß wie die Erde und besitzt mehr als doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten unseres Sonnensystems zusammen. Ein Objekt dieser Größe hat auch Einfluss auf seine Nachbarn. Seine Anziehungskraft hat die Asteroiden davon abgehalten, zu Planeten zu verschmelzen. Doch dieser gewaltige Planet besteht fast ausschließlich aus Gas.
Wenn man versuchen würde, auf ihm zu landen, würde man versinken und vermutlich nie festen Boden erreichen. Und auch Jupiters Aussehen täuscht. Seine Schönheit ist das Produkt extremer Gewalt. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Stundenkilometern wirbeln um den Planeten und teilen die Wolken in farbige Streifen, Gürtel oder Wirbel. Und sie formen auch sein Markenzeichen, den großen roten Fleck. Dahinter tobt der größte Wirbelsturm unserem Ausmaß, mit Durchmessern von bis zu 100.000 Kilometern, mehr als doppelt so groß wie die Erde. Eine Sonneneruption. Bei einem solchen Flair werden glühend heiße Gasmassen in den Weltraum geschleudert und tödliche Strahlung freigesetzt. Aber eines Tages wird auch die Energie der Sonne aufgebraucht sein. Dann wird sie erlöschen. Und mit ihr alles Leben auf der Erde. Die Sonne spendet Leben. Und sie ist tödlich, wenn man ihr zu nahe kommt. Dieser Komet ist ihr zu nahe gekommen. Jetzt verdampft er sozusagen in der Hitze der Sonne, was einen Millionen Kilometer langen Kometenschweif erzeugt. Sein Innerstes ist gewissermaßen tiefgefroren, was keinen Zweifel daran lässt, wo er herkommt. Aus der eisigen Kälte des Weltraums. Geysire aus Gas und Staub entstehen, wenn die Sonne seinen gefrorenen Kern erhitzt. Dieser ist eigentlich nicht viel mehr als eine Art riesiger, schmutziger Schneeball. Eine lose Zusammenballung aus Eis, Staub und Kohlenstoffverbindungen. Unterwegs seit der Entstehung des Sonnensystems. Vielleicht war es sogar ein Komet, der bei einem Zusammenstoß mit der noch jungen Erde vor Millionen Jahren organisches Material und Wasser auf den Planeten brachte. Die Rohstoffe für die Entstehung von Leben. Ein Komet könnte also dafür verantwortlich sein, dass wir existieren. Aber was würde passieren, wenn er heute auf der Erde einschlagen würde? Vor rund 65 Millionen Jahren hat der Einschlag eines Asteroiden dazu geführt, dass die Dinosaurier ausstarben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es auch uns passiert, sollten wir keinen Weg finden, um uns zu schützen. Nur so bleibt uns ein ähnliches Schicksal wie das der Dinosaurier erspart. Im Moment ist die Erde sicher. Aber im Fall einer kosmischen Bedrohung bräuchten wir ein neues Zuhause, einen neuen Heimatplaneten. Und unter den Abermillionen oder Milliarden Planeten sollte es doch vielleicht einen geben, der nicht zu heiß oder kalt ist und auf dem es Luft, Licht und Wasser gibt. Der rote Planet. Unverkennbar der Mars. Jahrhundertelang hielt der Mensch auf dem Mars nach Gesellschaft Ausschau, nach Spuren von Leben. Marsmenschen wurden zwar nie entdeckt, aber Astronomen vermuten, dass man am ehesten auf dem roten Planeten extraterrestrisches Leben finden könnte. Der Mars wird ständig observiert und Proben von seiner Oberfläche auf Spuren von Leben untersucht. Und vielleicht hat man sie bereits entdeckt. Der Mars hat die menschliche Fantasie schon immer beflügelt. Die berühmten Marsmenschen gibt es jedoch bisher nur in Comics oder Science-Fiction-Filmen aus Hollywood.
Aber was wäre, wenn es da oben wirklich Leben gibt? Es wäre auf jeden Fall nicht der ideale Ort. Der Mars ist ein toter Planet. Vor hunderten Millionen Jahren war der Mars der heutigen Erde ähnlich. Sogar Wasser gab es hier. Heute ist er rot und tot. Der Mars ist ein rostiges Fossil. Zumindest Wind gibt es hier. Wie diesen riesigen Staubteufel, größer als jeder Tornado auf der Erde. Aber wo Wind ist, gibt es auch Luft. Und Luft ist eine der Grundlagen für extraterrestrisches Leben. Aber die Luft hier ist zu dünn zum Atmen. Die Atmosphäre besteht zu 95% aus dem Treibhausgas CO2. Und sie schützt einen auch nicht vor der tödlichen UV-Strahlung der Sonne. Außerdem liegt die Temperatur auf dem Mars bei minus 80 Grad. Das Wasser auf den Polen und selbst in der Luft gefriert. Kaum vorstellbar, dass hier Leben existiert. Aber auch auf der Erde gibt es Lebewesen im ewigen Eis oder in den tiefsten Ozeangräben. Selbst unter extremsten Bedingungen ist Leben möglich. Aber hier auf dem Mars finden sich nicht einmal geologische Aktivitäten, um den Boden wieder mit Mineralien und Nährstoffen anzureichern, und keine Wärme, um das gefrorene Wasser zu schmelzen. Überall nur Staub, wie in einer endlosen Wüste. Man könnte sich leicht verirren, gäbe es auf der Marsoberfläche nicht einige unübersehbare Landschaftsmerkmale. Das ist Olympus Mons, der größte Vulkan unseres Sonnensystems. Er ist fast dreimal so hoch wie der Mount Everest. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass er aktiv ist. Seit den ersten Aufnahmen der Mariner 9-Sonde 1972 geht man davon aus, dass er erloschen ist. Die Lavaströme, ausgelöst durch Meteoriten unseres Sonnensystems. Er ist zweimal so groß wie die Erde und wütet seit mindestens 300 Jahren. Aufsteigende Wärme kurbelt zusätzlich die Wolkenbildung an und führt zu gigantischen Gewittern. Jeder Blitz hat 10.000 Mal mehr elektrische Energie als auf der Erde. Der beste Platz, um Jupiter zu beobachten, ist wahrscheinlich in sicherer Entfernung. Diese Lichtphänomene erinnern stark an das Polarlicht auf der Erde. Aber diese Lichter sind tödlich. Sie werden durch kosmische Strahlung erzeugt, die durch das starke Magnetfeld von Jupiter angezogen wird. Ein verzauberndes Phänomen mit tödlicher Wirkung. In den Weiten des Weltraums ist offenbar nicht so, wie es scheint. Das Universum steckt voller Gegensätze. Rund um den Jupiter ist ebenfalls Vorsicht geboten, um nicht mit einem seiner mindestens 63 Monde zu kollidieren. Dieser farbenprächtige Mond ist Io. Aber wie beim Jupiter ist seine Schönheit rein oberflächlich. Die bunten Farben stammen von geschmolzenem Gestein und Schwefel. Und von Vulkanen, die ihre heiße Asche hunderte Kilometer in die Atmosphäre schleudern. Jupiters enorme Anziehungskraft setzt diesen Mond gewaltigen Reibungskräften aus. So stark, dass sie seinen Kern zum Schmelzen bringen. Bisher haben wir auf dieser Reise keinen Planeten entdeckt, der eine neue Heimat sein könnte. Bis jetzt zumindest. Aber im Weltraum taucht immer ein neuer Planet am Horizont auf.
Und wer sagt, dass man nicht auch auf einem Mond leben könnte? Noch dazu auf einem mit diesem Namen. Europa ist einer der vielen Monde Jupiters. Und er ist gerade mal 650 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ein seltsamer Ort. Und gleichzeitig wirkt sein Aussehen vertraut. Mit all den vielen Brüchen und Rissen im Eis wirkt er ein wenig wie die Arktis. Und vielleicht schwimmt dieses Eis auch wie die Arktis auf Wasser. Auf flüssigem Wasser. Es wäre eine denkbare Möglichkeit. 800 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sollte Europa eigentlich festgefroren sein. Aber die Anziehungskraft des Jupiters könnte auch hier tief im Inneren zu Reibungen führen und ihn erwärmen. Und dadurch könnte sich im Wasser unterhalb des dicken Eispanzers Leben entwickeln. Vielleicht sind die Aliens nur ein paar Meter entfernt. Und es existiert ein ganzes Ökosystem. Mit Mikroben, Schalentieren oder sogar Tintenfischen. Vielleicht trennt uns tatsächlich nur diese Eisschicht von einer fremden Welt. Doch solange nicht eine Sonde im Rahmen einer Forschungsmission hier Probebohrungen vornimmt, wird das ein Geheimnis unseres Sonnensystems bleiben. Diesen Planet erkennt jeder sofort, der ihn einmal gesehen hat. Aber so nah bekommt man ihn normalerweise nicht zu Gesicht. Der Saturn ist ein heimlicher Star unseres Sonnensystems. Er strahlt eine gewisse Leichtigkeit aus. Ein Ball aus Gas. So leicht, dass er auf Wasser treiben würde. Das Spektakulärste an ihm sind diese erstaunlichen Ringe. Sie würden von der Erde bis zum Mond reichen, aber sie sind nur wenige hundert Meter breit. Die Cassini-Sonde. Sie empfängt eigentümliche Funksignale. Diese entstehen, wenn der Sonnenwind in den Polarregionen des Saturns eine Aurora erzeugt, ähnlich dem Nordlicht auf der Erde. Die Ringe sind wahrscheinlich die Überreste eines Mondes, der durch die enorme Anziehungskraft Saturns zerstört wurde. Schönheit, geboren aus der Kraft der Zerstörung. Dieses Ringsystem besteht aus Abermilliarden von Eisbrocken, Gestein und Gasklumpen. Manche so klein wie Eiswürfel, andere so groß wie Häuser. Sie brechen auseinander und verbinden sich neu. Es ist wie ein Miniaturmodell des frühen Sonnensystems, wo aus Staub und Gaswolken Sonnen geboren wurden. Und die Gravitation aus Trümmern und Gesteinsbrocken wie diesen Planeten formte. Jedes größere Objekt, das den Saturn umkreist, ist rein astronomisch betrachtet ein Mond. Vom kleinsten Eisklumpen bis zu einem Mond, der weit größer ist als unser eigener Erdtrabant. Der Titan. Seine Oberfläche wird von dicken orangefarbenen Wolken verhüllt. Aber darunter scheint eine Atmosphäre.